Was geht, Disney Infinity Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, Freunde, ihr seht es schon. Einige haben es bestimmt schon gesehen. Ich habe mein Lichtschwert wieder dabei, Freunde. Liegt daran, weil ich neue Informationen für euch habe zu Disney Infinity 3.0. Und zwar zum Playset Twilight of the Republic, welches auch im Starterpack enthalten sein wird. Ihr Starterpack wird im Herbst 2015, also dieses Jahr, noch erscheinen. So lange ist es ja nicht mehr hin, Freunde. Also Freunde, ich würde sagen, ich erzähle euch was über das Playset, über die Charaktere und dann schauen wir mal gleich weiter. In den späten Jahren der Klonkriege reisen die Spieler an vier verschiedene Orte. Sie erforschen offene Spielwelten auf Tatooine und Coruscant, kämpfen auf Geonosis gegen Druiden und nehmen auf Naboo an einem epischen Bosskampf teil. So, da mache ich dir mal direkt das Lichtschwert wieder an vor Freude. Währenddessen nutzen sie die Macht und meistern das Lichtschwert Seite an Seite mit Ahsoka Tano, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Yoda, um die Republik zu retten und die Separatisten zu besiegen. Jetzt denken sich einige davon euch da draußen bestimmt, wie? Nur vier Charaktere, kein Bösewicht? Doch, Freunde, einen fünften Charakter gibt es, Charakter, so wie ihr es wollt, gibt es auch. Und zwar ist das nämlich Darth Maul, wo ich jetzt gleich zu kommen werde. Jede Figur verfügt über besondere Kampffähigkeiten und Finishing Moves der Macht sowie einmalige Lichtschwerttechniken, so wie ich. Ja, yeah. Oh, pass auf, hier ist mein Mikro. Zack. Ne? Genau. Einmalige Lichtschwerttechniken mit mächtigen Combo-Attacken. Als Jedi-Meister Yoda stehen dem Spieler beispielsweise erstaunliche akrobatische Fähigkeiten zur Verfügung. Padawan Ahsoka Tano nutzt ihre blitzschnellen Doppelklingen-Lichtschwerter um Kampfdruiden zu zerlegen, während Darth Maul sein Doppelklingen-Lichtschwert und die dunkle Seite der Macht in einem todesmutigen Duell gegen die mächtigen Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi einsetzt. So sieht's aus von. Darth Maul wird in diesem Playset also der Bösewicht sein. Dann haben wir das Star Wars Twilight of the Republic Playset, ist im Disney Infinity 3.0 Starter Set enthalten, sowie die Disney Infinity 3.0 Base, die Ahsoka Tano und Anakin Skywalker sowie eine Webcode-Karte zum Freischalten von Inhalten für PC und Mobilgeräte beinhaltet. Das Spiel wurde noch nicht von der USK eingestuft und erscheint im Herbst 2015. Zwei weitere Star Wars Playsets werden zu Weihnachten für Disney Infinity 3.0 erhältlich sein. Star Wars Rise Against the Empire habt ihr ja schon gesehen von mir, dieses Informationsvideo. Und Star Wars The Force Awakens. Zudem können Spieler die Option freischalten, dass alle Charaktere in allen Star Wars Playsets wie auch der neuen weiteren verbesserten Toybox spielbar sind. Gemeinsam mit allen bisherigen Disney Infinity veröffentlichten Figuren. Jetzt müsst ihr aufpassen, nicht, dass ihr das jetzt einige falsch verstehen. Ihr könnt alle Star Wars Charaktere in den Spielen freischalten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Ihr könnt aber nicht zum Beispiel jetzt mit Donald Duck aus Disney Infinity 2.0 in Star Wars. Nein, das geht nur dann in der Toybox. Ne? Müsst ihr aufpassen, ne? Das könnte man leicht verstehen. Ne? So, habe ich jetzt hier noch was? Nö. Ha. Leider nicht, Freunde. Jetzt habe ich hier noch ein paar Informationen zu Disney Infinity, aber da brauche ich euch nichts von erzählen, Freunde, weil das kennt ihr ja so, wie es ist. Ja, Freunde, dann habe ich noch bald ein Video für euch. Guck nicht, ob ich das morgen dann hinbekomme. Und zwar zu Star Wars Rebels, Freunde. Da habe ich auch ein paar Informationen für euch. Da wird es zum Anfang schöne vier Figuren geben. Und ja, das werdet ihr dann auch in einem Video mit Informationen zu den einzelnen Figuren zu sehen bekommen. Ich bin richtig fleißig am Star Wars gucken, Freunde, ob Clone Wars, ob Rebels. Ich knall mir alles rein, Freunde. Ich habe mir Apps runtergeladen. Ja, also ich muss da voll drin sein, ne, Freunde. Aber so langsam komme ich auf jeden Fall mega, mega rein. Und ich denke mal, wir profitieren da alle von, Freunde. Das war es erstmal von meiner Seite aus gewesen. Jetzt wisst ihr Bescheid, was im Starterpack für ein Playset, was für Figuren enthalten sein werden. Und in dem Sinne, Freunde, vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören, alles andere auch. Haut da rein und tschüss.